Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Campaign of France. Und wie versprochen, es ist das Thumbnail für die heutige Folge und dementsprechend natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen an euch. Die 7 Uhr Folge hier am Dienstag am Start für euch, ne? Wie versprochen, halte ich mich auch dran, ne? Wir machen heute die Tiere sauber. Die Kühe, die Hühner, die Schafe soweit. Das heißt, ich schnappe jetzt als erstes den Frontlader und werde einmal die Säuberung durchführen. Ne? Die Säuberung. Jetzt muss ich an Kohlenextrakt denken. Na, oh, toll. Hatte schon beim ETS 2 und beim ATS die ganze Zeit Gedanken an das und das und das Game und hatte Bock da drauf. Und ne, jetzt komme ich hier mit Säuberung und jetzt denke ich direkt an Kohlenextrakt. Oh, Leute. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig heftig, ne? Die Gabel weg. Hier die Silage müssen wir noch zu BGA bringen. Müssen auch noch machen, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Wir machen jetzt als erstes mal die Kühe, würde ich sagen. Die Kühe machen wir jetzt als erstes, ne? Dass wir die schon mal sauber haben. Ja, schon mal intelligent, ne? Sehr schön, okay. Dann machen wir jetzt als nächstes die Schafe sauber. Ist auch nicht viel Arbeit. Das von den Schafen geben wir auch, glaube ich, den Kühen, weil sonst müssten wir da jetzt reinfahren bei den Schafen, ne? Und ja, Gras, Heu haben sie auch nicht mehr so viel eigentlich, ne? Einfach, ja, er kommt. Mach mal auf. Schafe läuft jetzt nicht raus, ne? Ich will euch ein bisschen Gras geben, Leute. Was hat Leute? Oh, ich fahr das Schaf durch. Auch nicht intelligent. Auch nicht intelligent, ne? Haben die Schafe kommen? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt bekommen haben. Ich habe keine Ahnung, ob ich da mit Ballen gehe. Egal, wenn nicht, dann nicht. Das ist so. Wenn nicht, dann nicht, ne? Nee, da müssen wir gucken, dass wir wieder füttern. So langsam. Mit der Wasserversorgung und allem, ne? Müssen wir auch noch machen. Kriegen wir hin. Jetzt machen wir als nächstes die Hühner sauber. Hühner auf Seite. Sonst werdet ihr platt gefahren. Sonst gibt es Hühnerfrikassee. So, ne? Könnt ihr dann essen, ne? Ich esse ja nicht Frikassee, ne? Also. Oh, Huhn am Fliegen. Oh, magisches Huhn. Mach's nochmal, Huhn. Das ist ein magischer Huhn. Interessant. Wäre, glaube ich, interessanter Name für die Folge, interessanter Folgenname, ne? Ja, okay. Also sauber gemacht haben wir, Weizengerste haben sie relativ noch genug, da ist auch noch in Ordnung. Die Kühe könnten vielleicht nochmal Wasser bekommen, Milchrationen und sowas haben sie eigentlich noch genug, das ist nicht das Thema, ne? Von mir aus können wir denen nochmal Wasser geben, ne? Wie sieht es aus mit Milch? Wie ist der Milchpreis eigentlich? Eierpreis, Milchpreis, Wollepreis, ne? Eierpreis ist gerade am Steigen, Milchpreis am Sinken, Wollepreis nicht ganz so hoch wie eigentlich gewohnt. Aber okay, aber Eierpreis ist gerade hoch. Ne? Dann müssen wir demnächst mal gucken, dass wir die Eier verkaufen. Ne? Es sind mittlerweile ja schon 5 Kartons zusammengekommen. Also sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ne? Genau. Sollten wir mal machen. Ne? Aber geplant ist ja jetzt was anderes, ne? Großartig. Denn wir wollen heute die Ernte der Zuckerrüben angehen auf Feld 27, ne? Das ist heute der Plan, großartig. Ich wollte jetzt nochmal die Tiere sauber machen, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Das heißt, wir schnappen uns jetzt, würde ich sagen, den kleinen Fendt, wenn das Hühlefass abkoppeln. Und wir werden einmal zum Landmaschinenhändler fahren.
Der Landmaschinenhändler oder beim Landmaschinenhändler werden wir uns dann etwas besorgen an Geräten zur Ernte für die Zuckerrüben. Ich denke mal, dass wir dafür einen Traktor brauchen werden. Ich gehe zumindest davon aus. Ich würde auch dementsprechend natürlich gegen den Pfosten fahren mal wieder. Natürlich, gehört dazu. Und ich würde nämlich dementsprechend auch vermuten, dass wir im Prinzip wirklich einen Traktor brauchen. Oder müssen wir das per Hand machen? Wie zum Beispiel der Hubwagen. Der Handhubwagen dafür die Wolle, ne? Könnte natürlich auch möglich sein. Der Handhubwagen für die Wolle ist übrigens ein Mod, den ich mit reingenommen habe. Also nicht irgendein Gerät, was hier drin fest verbaut wäre oder sonst was, sondern den Mod habe ich extra mit reingenommen. Fand ich interessant. Genau. Ansonsten fahren wir jetzt, wie gesagt, zum Landmaschinenhändler. Falls wir da keinen Traktor für brauchen, okay. Müsste ich mal gucken, wie wir das machen. Aber ich gehe davon aus aktuell, ne? Ich gehe davon aus. Mhm. Werden wir gleich sehen. Lasst euch mal überraschen, Leute. Ich glaube, wir tanken gleich mal. Wir tanken gleich mal direkt, wenn wir da sind, den kleinen Fan. Dann geht das auch wieder klar, ne? Eine kleine Fan nach wie vor, genau wie der große, gefallen mir mega gut. Und ich würde auch gerne mit beiden weiterarbeiten wollen, dementsprechend. Warum abgeben, ganz ehrlich? Ich mag beide mittlerweile, die beide gehören mittlerweile mit zur Map dazu, zu dem Projekt hier. Und dementsprechend würde ich auch gerne beide weiterhin behalten und mitarbeiten wollen, ne? Aber auch da keine Angst haben, dass ich dementsprechend den einen oder anderen abgeben würde oder sonst was, ne? Sondern wir behalten beide, ne? Ganz klare Sache. Ja, wir behalten beide. Mhm. So, okay. Dann einmal tanken bitte. Sollte nicht viel kosten. Schätzungsweise. 11 Euro. Ja. Passt. Ne? Passt. Gut, Leute. Ich mach mal den Motor aus. Dann holen wir jetzt uns im Shop die Geräte. Wir müssen auf die Ernte für Dings gehen für Zuckerrüben, also Zuckerrübentechnik. Wo ist die Rübentechnik? Da. Und gehen jetzt mal nach hinten. Eins noch. Ist das das Ding? Ja, ich glaube schon, ne? Ist auf jeden Fall ein Mod. Dieser Roter gräbt die Zuckerrüben aus dem Boden. Diese Maschine kann erst nach dem Krautschlagen eingesetzt werden. Korrekt. 1 Meter Arbeitsbreite. Mhm. 10 km/h und 25 PS brauchen wir dafür. Und das hier, Beat Picker, Beat Preparer und der Beat Picker, ne? 1 Meter Arbeitsbreite, 25 PS. Dieser Roder gräbt die Zuckerrüben aus dem Boden. Diese Maschine kann erst nach dem Krautschlagen eingesetzt werden. Und, ja, Krautschlagen, ne? Brauchen wir eine Maschine für, ne? Dieser Krautschläger entfernt das Kraut. Wir haben keinen Krautschläger, ne? Ich merke es gerade, ne? Ist das der Krautschläger? Dieser Roder gräbt die Zuckerrüben aus, ne? 50 Liter Zuckerrüben. Was mit dem? Ich meine, wir probieren es mal aus, ne? Wir probieren es mal aus, theoretisch. Ist das der Krautschläger? Nein. Oder ist das der Krautschläger? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es mal aus. Der andere hat ja die Frucht drinnen stehen, ne? Der hier nicht. Von daher, ich gehe davon aus, dass das der Krautschläger ist. Ich weiß aber nicht. Werden wir sehen, ne? Werden wir mal sehen. Gucken wir mal, ne? Ansonsten, ja, ist es natürlich daneben gelaufen, ne? Ist aber nicht schlimm dann. Wir haben es dann probiert und dann ist es halt so, ne? Wir probieren es jetzt zumindest. Klare Sache. Das erste Mal Zuckerrüben auf der Map hier, ne? Ist auch was Besonderes, finde ich. Da ich ja nicht mit großen Geräten ran will, haben wir an sich ja eigentlich auch nicht wirklich viele Möglichkeiten, theoretisch, ne? Das ist das. Deswegen wollte ich mal was suchen. Und da habe ich mal was gesucht. Was hoffentlich funktioniert, ne? Wenn nicht, dann muss ich mir wieder was anderes überlegen, ne? Aber
Werden wir sehen, ne? Probieren wir es mal. Ich weiß auch nicht, ob ich die Zucker dementsprechend platt fahre. Ich glaube nein. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Alter Falter. Mühselige Arbeit, Leute. Mühselige Arbeit. Wie man sieht. Aber sieht auf jeden Fall ganz gut aus, ne? So, wir lassen die Maschine mal stehen, bitte. Dann holen wir mal direkt die andere Maschine. Wo stellen wir die hin am besten? Stellen wir am besten erstmal hier vorne hin. Dann holen wir die andere Maschine. Alter Falter. Okay. Auf jeden Fall eine interessante Art und Weise. Ich meine, 1 Meter Arbeitsbreite ist nicht wirklich viel, ne? Aber ich meine, 500 Euro kostet die nur die Maschine. Also von daher, ne? Also ich finde es irgendwie cool. Wenn es funktioniert, ich finde es cool. Ich weiß jetzt nicht, wie wir dementsprechend, wenn die Zuckerrüben rausholt, wie wir die Zuckerrüben dann abtanken sollen oder so, ne? Das, ich habe noch gar keine Ahnung davon. Oder müssen wir das irgendwie abladen und dann dementsprechend mit Schaufel irgendwie aufladen, dementsprechend die Kipper oder so? Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen, ne? Wir holen jetzt mal das andere Gerät noch. Ne? Den Beatpicker. Genau. Für die Zuckerrüben. Auch von Lizard. Nehmen wir mal mit. Genau. Da haben wir nämlich auch das hier, ne? Ich meine, beide Geräte für insgesamt 1000 Euro kann man dann eigentlich nichts sagen, ne? Das ist auch nicht wirklich teuer an sich, ne? Aber werden wir mal probieren, ne? Interessant, ne? Ich meine, 50 Liter Zuckerrüben ist jetzt nicht wirklich viel, ne? Ich meine, wir kennen es ja von den anderen Feldern, da kam die Zuckerrüben wie sonst noch was rein, ne? Aber vor allem, ich sehe jetzt keine Lagermöglichkeit indirekt für die Zuckerrüben. Von daher müssen wir schauen, ne? Also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? Wir werden mal die Hilfe anmachen. Erntemaschine einschalten, ne? Erntemaschine senken. Okay, aber wir haben hier kein Apfelrohr oder sowas, ne? Das gibt's ja hier gar nicht, ne? Von daher, ich bin mal gespannt. Erntemaschine einschalten und Erntemaschine senken. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ne? Voll. Heißt, Erntemaschine heben. Wo sind jetzt die Zuckerrüben? Moment. Dann kann ich die nur auf dem Feld abladen. Dementsprechend. Hier abladen. Moment. Ach du Schande. Ach du Schande. Oha.
Oha. Alter, ist ganz ehrlich, viel Arbeit. Aber hat was, meine ich. Hat auf jeden Fall was, ne? Alter, das ist cool. Das gefällt mir. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich mit Schaufel. Theoretisch. Moment, das will ich jetzt noch gucken. Wir brauchen den großen Fendt. Wir brauchen den Frontler mit Schaufel. Wir brauchen den Kipper. Dann gucken wir mal, dass wir da hinkommen und das dann aufladen, ne? Oha. Oha, Leute. Interessante Art und Weise auf jeden Fall. Das heißt, wir konfigurieren den Kipper jetzt auf 13 Tonnen. 10,5? Ne, 13 Tonnen war das, ne? Von 13 Tonnen. Und fahren wir eben schnell zu Feld 27. 8 Tonnen, 10,5, genau, und 13 Tonnen. Okay, konfigurieren. Danke. Dann werden wir dementsprechend eben schnell zum Feld fahren. Achso, ankoppeln. Zum Feld fahren, ja, mit Anhänger bitte. Wäre schon sinnvoll, ne, den Kipper mitzunehmen. Und, werden das mal probieren, ne. Theoretisch müssen wir jetzt mit Schaufel im Prinzip dementsprechend sagen können, okay, wir schaufeln das auf, die Zuckerröhren, und kippen die hier in den Kipper, ne. Theoretisch schon, ne. Oha. An sich eine geile Sache eigentlich, ne? An sich eigentlich eine geile Sache. Hoppala. Okay. Boah, Leute. Ey, ich find's mega. Muss ich sagen, ich bin beeindruckt. Leute, ich bin beeindruckt. Kipper stellen wir ab. Dürfen nicht die ganzen Zuckerröhren platt fahren. Ich merke das schon. Aber wir sind voll, ne? Von daher, ich meine, 937 Liter so Zuckerröhren, ne? Wow. Richtig cool, ne? Also auf jeden Fall eine geile Art und Weise, definitiv. Damit großes Oha. Mit einem Meter Arbeitsbreite, ja. Ich glaube, dann haben wir was zu tun, Leute. Ich glaube, dann haben wir was zu tun, ne? Aber mega cool, ne? Also mir gefällt's auf jeden Fall. Mir gefällt's, ne? Also ich bin beeindruckt, ne? Ich find's geil, Leute. Ich find's geil. Wir machen dementsprechend später nochmal ein großes Feld dazu, ne? Und mir macht Spaß, ne? Das heißt, jetzt mit dem Krautschläger drüber fahren, dann mit dem Ernter drüber fahren, dann werden wir komplett alles mit Zuckerrüben einpflanzen, aufsammeln. Und dann müssen wir gucken, wo wir die Zuckerrüben abgeben. Weil lagern können wir sie, glaube ich, noch nicht. Wir können es aber verkaufen, dementsprechend hier bei Corporation Agricole für 223 Euro pro 1000 Liter. Ist jetzt nicht so viel, aber die Masse macht das aus, ne? Die Masse macht es aus, wiederum dem Sinne. Und ich glaube, die Folge ist zu lang geworden mittlerweile. Ich glaube, wir sind jetzt fast schon eine halbe Stunde dran, aber egal, ne? Von daher, Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns heute Abend eine weitere Folge. LS19 hier auf der Campaign of France. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und sage einem in dem Sinne natürlich bis dahin erst. Servus und tschüss.